Ich habe 6 Freunden von mir 6 Fragen gestellt, die sie beantwortet haben, ohne dass ich es mitbekommen habe. Und ich werde diese Fragen jetzt auch selbst beantworten. Die Sache ist, die Fragen sind nicht nur nett. Das heißt, es kann super gut sein, dass mir jetzt Leute sagen, was sie an mir nicht mögen. Ich muss dann jetzt damit klarkommen. Aber das ist der Reiz vom Video und deshalb bin ich auch so super aufgeregt. Okay, die erste Frage lautet direkt, wie sportlich bin ich? Ich würde ganz ehrlich sagen, dass ich manchmal ein ziemlicher Körperklaus sein kann. Ich würde sagen, ich habe so eine gewisse Grundsportlichkeit. Ich bin eigentlich so ein bisschen faul und gemütlich, was Sport machen angeht. Alle Fragen müssen auf einer Skala von 1 bis 10 beantwortet werden. Und ich glaube, ich würde mir selbst für meine Sportlichkeit eine 7,5 geben. Oder eine 7? Eine 7. Ich würde mir eine 7 geben. Okay, lass uns anhören, was die anderen sagen. Ich bin echt aufgeregt. Als erstes Kelly. Wie sportlich ist Max? Nicht so sportlich wie Sebastian, aber nicht so unsportlich wie ich. Er ist irgendwo dazwischen. Ich würde sagen, eine solide 7. Okay, Kelly hat mir auch eine 7 gegeben. Nicht so sportlich wie Sebastian, das stimmt. Sebastian ist halt schon seit Jahren regelmäßig im Fitnessstudio. Ich bin dafür viel zu faul. Also Max geht zum Sport, er hat eine sportliche Statur. Oh. Wie sportlich aber ein Mensch ist, heißt ja nicht, dass, also Max geht ja nicht so regelmäßig. Ich würde da mal eine 7 ansetzen, glaube ich. Krass, wir sind schon mal alle, was das Erste angeht, gleich. Also ich glaube, 1 bis 10 bezieht sich ja auf so alle Menschen überhaupt, oder? Oder in Deutschland oder sowas, ne? Also 1 ist so der unsportlichste Mensch aller Zeiten, 10 der sportlichste. Der Wissenschaftler, oder? 6. Ich habe schon gedacht, Sebastian ist wahrscheinlich, er kennt mich am besten und er ist am ehrlichsten. Eine 6 gibt er mir, okay, damit muss ich jetzt wohl leben. Ich glaube, so von, wenn er wollen würde, wenn er machen würde, wäre er bestimmt so eine 7 oder vielleicht sogar, ja, doch eine 7. Das klingt nicht gut. Aber weil er so faul ist, ist er so safe eine 4. Oh, shit! Okay. Jody hat mein Leben genommen. Eine 4. Das schmerzt schon ein bisschen, muss ich sagen. Aber sie hat sehr recht damit, dass ich faul bin. Bei den wenigsten Sachen bin ich kontinuierlich dran. Ja, eine 4. Ich werde die Urteile nicht judgen. Aber ich appreciate es, dass Jody sich das überhaupt traut, sowas zu sagen. Weil super viele Menschen würden dann einfach so lieb sein und würden einfach irgendwas sagen. Aber eine 4. Vermutlich ziemlich genauso sportlich wie ich, weil wir, wenn wir Sport machen, nur zusammen Sport machen gehen. Deswegen würde ich sagen, bei momentaner Auslastung eine 6. Vielleicht. Ey, das stimmt überhaupt nicht. Das ist voll lieb von Dave. Guckt euch diesen lieblichen Mann an, wie er das gerade sagt. Aber ich bin nicht so sportlich wie Dave. Never. Dave ist so, wisst ihr, Dave macht so einen Backflip aus dem Stand. Wenn ich das machen würde, würde ich mir alle Knochen 5-mal brechen und könnte nie wieder laufen. Also no joke. Es schmeichelt mir. Dave, du bist auf jeden Fall sportlicher. Du bist auch keine 6. Ich würde Dave eine 8 geben wahrscheinlich. Es geht ja auch so um eine Grundsportlichkeit. Was geht ab? Mein Name ist Young Nello. Jana ist auch dabei, aka Young Nello. Und herzlich willkommen. Jesus Christus, ich dachte, es wäre da runtergerutscht. Oh. Ist scheinbar fast das Handy runtergefallen. Das war schon mal genug jetzt hier. Wie sportlich ist Max? Oh oh, das sieht nicht gut aus. Teilweise eine 7, teilweise eine 4. Oder eher eine 3. Okay, eine 3? So schlimm war es noch gar nicht. Aber ich kann verstehen, was Jana sagt, teilweise eine 7, teilweise eine 3. Weil es gibt so manche Sachen, die kann ich richtig gut und bei anderen Sachen bin ich halt übelst der Idiot. Ich würde sagen, so im Durchschnitt vielleicht eine 5. Jetzt habe ich so 4 Zahlen gesagt. Okay, sehr gut. Nello gibt mir insgesamt eine 5. Ich bin halt einfach nicht so sportlich. Ich könnte es bestimmt sein, aber dafür bin ich zu faul. Wem geht's auch so? Schreibt's in die Kommentare. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie confident bin ich mit dem anderen Geschlecht? Also wie gut kann ich mit Mädels reden? Das ist echt schwierig. Teilweise bin ich da so voll dulli. Würde wahrscheinlich Probleme haben, einfach so ein Mädel, was ich so super hübsch finde, auf der Straße anzusprechen. So, was ja eigentlich schon voll dumm ist. So, weil warum sollte man es nicht tun? Ich bin auch nicht so ganz super schlimm darin. Ich würde aber sagen, ich kenne halt Leute, die sind da so überkrass drin. Deshalb würde ich mir jetzt einfach mal eine pessimistische 6 selbst geben. Sehr, würde ich sagen. Sehr? Also es scheint nicht so, als ob er sich da irgendwie stressen würde in der Hinsicht. Very good, I like it very much. Ich bin ja auch vom anderen Geschlecht. 8? Wow, okay. Kelly gibt mir eine 8 tatsächlich dafür. Aber sie hat schon recht, so ich habe jetzt gerade einfach selbst daran gedacht, dass es nur darum geht, Mädels dumm klingt so zu klären. Aber ich meine, ich bin ja auch mit Mädels befreundet, obviously. Das ist eigentlich, ja, da stelle ich mich eigentlich nicht so dumm an. Vielleicht war auch eine 6 zu pessimistisch. Aber eine 8 finde ich klingt gut, also kann ich mich nicht beschweren. Da würde ich eine solide 4 ansetzen, also mit Männern dann, ne? Weil er ist ja eine Frau. Perfekt. Immer wieder gut, Revi dabei zu haben. Großartig. Erstens eine tolle Bewertung und zweitens ein super lustiger Witz. Danke, dass du da bist, Revi. Ich glaube, da kann man schon 8 sagen. Max ist gerne am Fashion und er schächt auch gern. Und er lädt seinen Schech überall lol. Ja, Revi, das stimmt. Das sagt er. Ich bin gespannt. Eine 7. Eine 7, krass. 10 out of 10. Wow. Yes. Jody gibt mir eine 10 von 10 dafür.
Das finde ich krass. Wisst ihr, dass ich so selbst mich bisher viel schlechter eingeschätzt habe? Und Jody gibt mir dafür eine 10 von 10. Freut mich ein bisschen, dass Jody das denkt. Wahrscheinlich genauso confident wie mit allem. Max ist ein absoluter Social-Skill-Boss. 10 aus 10. What? Alle sagen, ich bin besser darin, als ich eigentlich bin. Guck mal, das ist voll aufschlussreich für mich, weil jetzt kann ich mir so denken, ey, du bist gar nicht so ein Dulli, was das angeht, sondern mach einfach, wisst ihr? Gut, also normal. Also, er macht keinen Unterschied im Geschlecht. Also, muss ich eine Zahl sagen? Okay, dann wahrscheinlich 10 out of 10. Krass. Ey, Leute, ich feier's voll. Nächste Frage, wie gut sehe ich aus? Ich finde es überhaupt nicht schlimm zu sagen, dass man findet, dass man gut aussieht, weil alle predigen immer Selbstliebe, aber sobald man dann sich selbst gut findet, soll es dumm sein, so natürlich nicht. So kann man absolut sagen. Erstmal überlegen, was würde ich mir selbst geben? Also ich mag mich schon gerne selbst. Ich würde mir wahrscheinlich eine 8 oder 8,5 geben. Ich gebe mir, glaube ich, mal eine 8. Ich gebe mir eine 8. Also Max würde ich eine 9,5 geben, wow. Aber der halbe Punkt gibt es ab, weil es sieht zu gut aus und es ist einfach gemein, deswegen ziehe ich das einfach ab. Okay, so eine halb richtige Antwort, aber trotzdem, oha. Ja, dann kann man da sagen, schon auch eine stabile 8, 9 auf Full Homo Basis, we out here smoking penises. Ehrenbruder, oha, dankeschön. This makes me happy, I like. Ich würde sagen, Max ist eine 8. What I say. Max ist eine stabile. Max kriegt eine 9. Ui. Ja, Mann. Schon schön. Boah. Danke, Jody. I like this. Was sagt ihr? Ich will hier keine Lobeshymnen schwingen, aber Max ist schon ein sweeter Typ. Ich, so 9 aus 10. Boah, geil. Ey, no joke. Ich möchte mich bei allen Leuten bedanken für dieses wunderbare Kompliment und machen wir weiter mit der nächsten Frage. Ist es dumm, dass ich das jetzt so feiere? Aber ich feiere es voll. Dritte Frage. Was haltet ihr von meinen YouTube-Videos? Das finde ich ist wirklich sehr interessant, weil ich selbst bin gerade so ein bisschen unzufrieden. Ich möchte nämlich so ein bisschen erwachsener werden, sage ich mal, mit meinem YouTube-Content. Also manchmal mache ich so Sachen, weil ich mir so denke, okay, es könnte gut ankommen. Aber ich muss irgendwie so richtig die Dinge machen, so die ich liebe, wisst ihr? Weil dann würden halt auch viel mehr Videos kommen und so und es wäre einfach, glaube ich, viel geiler. Ich mag meine Videos auf einer Skala von 1 bis 10 wahrscheinlich irgendwie so aktuell wahrscheinlich so eine 6. Aber dieses Video mag ich zum Beispiel viel mehr und deshalb will ich mehr in die Richtung machen und ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich finde die schon ganz gut, aber ich finde, er könnte mehr daran arbeiten, so, weil ich finde, er hat sich schon sehr weiterentwickelt in den letzten so 1-2 Jahren und ich glaube, er ist so ein bisschen stuck gerade. Er weiß nicht so, soll er sein altes Ich weitermachen? Soll er irgendwie sein neues Ich einfließen machen? Krass, ich habe mich nicht darüber unterhalten mit Kelly. Und sie sagt genau das, was ich gerade gesagt habe. Das finde ich sick. Ich glaube, er ist gerade in der Findungsphase und das finde ich schön. Ich bin gespannt, was noch kommt. Richtig nette Worte von Kelly. Auf jeden Fall nicht mal ansatzweise so lustig, wie Max im echten Leben ist. Okay, krass. Max ist deutlich lustiger, wenn ihr mit ihm befreundet seid. Also vielleicht lernt ihr Max einfach mal kennen und dann lacht ihr mehr. Leute sagen, ich bin lustiger und unterhaltsamer im echten Leben als in meinen Videos. Dann muss ich einfach mehr ich selbst sein, vielleicht in meinen Videos. Ich glaube, Max kann auch sehr viel mehr aus sich rausholen. Nicht nur Scheiße, sondern auch geile Scheiße. Revi wieder. Zu wenige. Also A, macht zu wenige. Darüber müssen wir, glaube ich, nicht reden. Offensichtlich. Videos und... Sonst finde ich es voll cool, wie lustig und kreativ so in der Moderation er ist, wenn er seine Videos macht. Und ja, ich glaube, der ist sehr, sehr authentisch in seinen Videos und ist so eigentlich auch, oder größtenteils so auch im Privatleben. Krass, das geht jetzt so ein bisschen entgegen dem anderen. Die Sache ist, so wie ich rede und so, ist schon sehr, wie ich selbst bin. Es sind halt nicht so 100% meine Interessen, sage ich mal, oder nur meine Interessen, sondern ich finde da so einen Kompromiss, was funktioniert und was ich will. Deshalb kann ich das aber auch voll verstehen, was Sebastian sagt. Ich habe noch nie ein Video gesehen. Geil. Ey, no joke, feiere ich aber auch. Jody hat noch nie ein Video von mir gesehen. Nehme ich auch überhaupt nicht übel, aber dann kann sie logischerweise nicht zu der Frage sagen. Ich finde, dass Max gefangen ist in seinem alten YouTube-Ich. Krass. Und es da, glaube ich, Verbesserungsbedarf gibt und das fühlt er vielleicht auch ein bisschen. Da habe ich Verbesserungsmöglichkeiten. Da bin ich super gespannt. Ich weiß, dass Jana die, glaube ich, nicht so gut findet. Meiner Meinung nach hat Max sehr viel mehr Potenzial als dieses Classic Reaction Assi YouTube, was so, also das ist so nichts Persönliches, weißt du? Ich finde irgendwie, der kann viel interessantere Sachen machen, der ist sehr viel intelligenter als so ein Content zu machen. Ja, Leute, finde ich echt heftig. Ich mache einfach weiter mit der nächsten Frage. Was ist meine größte Schwäche? Eine super schwere Frage, die ich mir aber schon gestellt habe, deshalb kann ich sie ja, denke ich mal, schnell beantworten, zumindest das, was mir einfällt. Ich würde tatsächlich sagen,
Es ist mein Unvermögen, Sachen durchzuziehen. Sei es regelmäßige Uploads, sei es Steuerunterlagen suchen, sei es regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Keine Ahnung, ich verliere so schnell die Motivation bei Sachen und eigentlich geht es mir dabei gar nicht gut, sondern ich feiere es viel mehr, wenn ich Sachen durchziehe. Ich finde es geil, wenn ich einen vollgepackten Tag habe, wo ich morgens aufstehe, Video aufnehme, Steuerunterlagen mache, in der Uni war, Fitnessstudio. Wisst ihr, danach geht es mir richtig gut, aber irgendwie habe ich so oft Tage, wo ich einfach nur chille und mich dann richtig kacke fühle. Das ist einfach dumm und das hasse ich an mir. Ich glaube, dass er zu nett ist. Ich glaube, er ist so ein mega lieber Kerl und ich habe eigentlich die ganze Zeit Angst, dass jemand kommt und ihn so einfach weghaut und er dann so richtig sad ist oder so. Ich wünsche nie, dass es ihm passieren wird, aber ich glaube, es ist so seine größte Stärke, aber gleichzeitig auch seine größte Schwäche, weil die... The world is very dangerous and you have to be Krass. Very careful. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt so mitbekommt, aber so, ich bin schon so jemand, der sich um alle seine Freunde und Leute in seinem Umfeld kümmert. Und egal, was ich vorhab, wenn mich jemand fragt, ey, kannst du mir mal helfen kommen, so, dann würde ich halt immer so alles stehen und liegen lassen und den Leuten helfen. Was halt voll cool ist, weil ich mich freut, dass ich ziehe daraus Freude. So. Ich bin gerne nett zu Leuten und mache ihnen Freude. Ich verstehe schon auch, was Kelly sagt, weil wenn man halt zum Beispiel irgendwie immer die anderen über sich selbst stellt, so, dann kommt man auch selbst nicht weiter. Ich glaube, Max ist einfach zu nett. Krass. Max ist einfach zu nett und lässt, glaube ich, manchmal zu viel mit sich machen. Zu nett. Finde ich interessant. Ich weiß nicht, ob das seine größte Schwäche ist, aber eine Schwäche von ihm hat, ist, dass er vielleicht ein bisschen zu bequem ist. So. Ja. Also der setzt sich nicht, begibt sich nicht gerne in Situationen, wo es irgendwie unangenehm ist, weil er irgendwie gerade, keine Ahnung, was Neues lernt oder sich irgendwie challenged, das stimmt. Aus seiner Komfortzone rausgeht. Das stimmt. Ich würde sagen, vielleicht so ein bisschen Bequemlichkeit. Geht auch so ein bisschen in die Richtung von dem, was ich gesagt habe. Da hat er auf jeden Fall recht. Boah. Max, Max achtet zu sehr auf das Wohl von anderen, glaube ich. Er könnte eher, also, was halt eigentlich so was voll Positives ist, ein bisschen mehr auch für sich machen. So zum Beispiel, weiß ich nicht, Videos zum Beispiel. Da hilft er mehr anderen, als eigenes zu produzieren. Das stimmt schon. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das ändern wollen würde. Weil, keine Ahnung, so daraus ziehe ich halt voll viel Freude, dass ich anderen helfe und für die da bin und so. Wahrscheinlich sollte ich da vielleicht so einen kleinen Kompromiss finden. Nicht loslassen zu können, so zum Beispiel auf Partys und so, wenn er in irgendeiner Weise ein Verantwortungsbewusstsein hat, wenn wir beispielsweise bei ihm grillen. Ach, krass. Fährt er keine Sekunde runter und sorgt sich die ganze Zeit darum, dass es allen gut geht, alle was zu trinken haben, alle was zu essen haben. Und ich glaube, das schränkt ihn vielleicht manchmal ein bisschen ein. Nochmal ein bisschen andere Antwort, so nicht loslassen zu können. Das ist voll deep, no joke. Ich bin voll nachdenklich in diesem Video, so, ne? Weil diese ganzen Infos, so ist man ja nicht gewöhnt, dass man von 6 Leuten sowas Krasses gesagt bekommt. Muss ich mal so drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob es eine Schwäche ist oder eine Stärke. Wahrscheinlich manchmal das eine, manchmal das andere. Aber wenn Leute so Hilfe brauchen, kann er nicht gut Nein sagen, ja. Ey Leute, no joke, das sagen alle. Was ist denn eure Meinung dazu? Kann man zu nett sein? Ich weiß es nicht. Also man hat doch nichts davon, wenn man alles für sich selbst macht. Jeder gesagt. Echt? Hat echt jeder gesagt, Dave sagt. Boah, krass. Ja. Also ich glaube, das kann auch manchmal eine Schwäche sein. Kann schon gut sein. Kann wirklich gut sein. Eine Sache, die ihr nicht an mir mögt. Was sage ich selbst? Im Prinzip mag ich logischerweise meine größte Schwäche nicht an mir selbst. Das wäre langweilig, deshalb sage ich einfach mal, ich kann manchmal wirklich nicht so gut zuhören, wisst ihr? Wenn ich so mit Leuten in einem längeren Gespräch bin oder so und dann zone ich so weg und dann habe ich nicht so richtig zugehört und fühle mich voll beschissen deshalb, aber ist halt so, wisst ihr? Also manchmal bin ich ein schlechter Zuhörer. Boah, das ist schwer bei Max, ne? Boah, das ist schon mal... Das ich mag nicht. Boah, das ist so schwer. Ich glaube, bei niemandem ist diese Frage so schwer wie bei Max. Oha. Weil er ist so voll der gute Gastgeber, er macht voll viel für einen, er ist mega nett und lieb und hilft einem, wenn man was braucht. Aber ich glaube, was mich stören würde oder was ich nicht mögen würde, wenn es so dazu kommen sollte, was eh nie passieren würde, dass wir uns mal richtig streiten würden, würde er direkt sagen so, nee, ich möchte mich nicht streiten und wir können das alles anständig ausdiskutieren. Und ich bin dann safe. Ich hasse es, mich zu streiten. Und deshalb bin ich bei Streits immer so, dass ich einfach drüber rede. Immer ich muss dann immer so sauer sein und so, halt einfach so für 1-2 Tage. Und ich glaube, er wäre direkt so, nee, ich möchte mich nicht. Ich hasse halt Streit des Todes. Schwierig, ne? Voll geil. Also entweder halt alles oder gar nichts. Jetzt echt überlegen. Alles, statt alles von mir. Max ist, glaube ich, manchmal zu ruhig. Krass. Das
das für eine Aussage, Alter? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nehmen wir so mit. Ich finde, Max übertreibt ein bisschen mit dem Dissen von Leuten. Ihr müsst wissen, so in unserem Freundeskreis, so roasten wir uns halt alle weg und auch irgendwelche unbekannten Personen werden halt so voll geroastet, einfach weil wir es lustig finden. Wir meinen das aber nicht so immer. Also der schon oft so das Gefühl, dass er einfach so Leute disst und es zu oft macht. Also so einfach okay. So zum eigenen Vergnügen. Auch immer ein bisschen spaßig gemeint, aber ist auch immer ein Funken ernst dabei und das fällt ein bisschen too much. Muss ich auch mal drüber nachdenken. Max und ich, wir kennen uns jetzt noch nicht so übertrieben gut. Das stimmt. So richtig kennengelernt haben wir uns eigentlich erst bei unserem gemeinsamen Urlaub. Auch voll die bescheuerte Aussage, aber ist halt so. Aber davor war es immer so gegenseitig sich mal sehen und so auf Partys. Mir ist noch nichts aufgefallen in der Zeit, in der wir uns kennengelernt haben. Ist mir nichts aufgefallen, was ich nicht mag an ihm. Das ist einfach ein durchaus guter Mensch. Und diese Fragen sind so gestellt, dass der nur positive Sachen daraus bekommen hat. Gar nicht wahr. Ich habe mir extra Mühe gegeben, dass ich aufs Maul, also dass ich Stress bekomme. The fuck, Max? Was zur Hölle? Das war wirklich, ich wollte so kontroverse, aber habe ich auch bekommen. Max ist manchmal, glaube ich, zu straight. Manchmal möchte ich gerne ausrasten und Max bleibt dann aber doch ein bisschen ruhig, was mir gut tut. Ihm würde es aber, glaube ich, gut tun, wenn er auch mal ein bisschen mitzieht und ein bisschen Scheiße baut. Kann ich voll gut verstehen. Ich bin immer so einer, der so sagt, ey, lass mal Mucke nicht so laut machen wegen Nachbarn. So. Und es fuckt mich auch ab, aber das ist halt wieder so, ich denke zu sehr an andere, wisst ihr? Wahrscheinlich, dass er sich manchmal selber so unnormal in irgendwas reinreitet. So, wenn er sagt, ich habe keine Lust auf Videos, dann hat er wirklich dann keine Lust auf Videos. Oder wenn er dann anfängt zu zocken, zockt er auch den ganzen Tag durch. Vielleicht habe ich auch das Durchhaltevermögen, was mir fehlt, bei Sachen, die mich weiterbringen, bei Sachen, die mich nicht weiterbringen. Zocken, chillen, keine Videos machen. Ist vielleicht wahr. Okay, Leute, das war's vom Video. Ich muss echt sagen, krasses Video für mich. Viel persönlicher, viel interessanter als meine anderen Videos sonst so. Ich hoffe, wir sehen uns bei den nächsten Videos wieder. Ich habe jetzt ein paar Ideen gesammelt, die mir, glaube ich, echt Spaß machen. Wir sehen uns dann. Bis dahin und tschüss.